jetzt kommen wir zu einem sehr umstrittenen Thema, und zwar zum Busticket, nicht Semesterticket, sondern Busticket innerhalb Göttingens. Wie sinnvoll ist es, in einer kleinen Stadt wie Göttingen ein Busticket überhaupt einzuführen? Dazu würde ich erstmal die LHG bitten, zu Wort zu kommen. Unserer Meinung nach sollten wir als Hochschulpolitiker die Studierenden nicht mit zu viel Kosten belasten. Und unserer Meinung nach ist gerade ein Bussemesterticket, und selbst wenn es jetzt 51% der Stimmen kriegen würde, zu unterstützen, weil es zu wenig Leuten profitiert, zu wenig Leute zugestimmt haben und viel zu viele Leute dafür bezahlen müssen. In einer kleinen Stadt wie Göttingen ist es nicht zwingend nötig, und deswegen sollten wir auch nicht alle Studierenden mit den Kosten dafür belasten. Danke. Jusos? Also es gibt einen Grund, warum der AStA das jetzt den Studierenden zur Urabstimmung stellt, nämlich damit die Studierenden selbst darüber entscheiden können. Wenn das Bussemesterticket eine Mehrheit findet, dann bin ich der Meinung, ist es eine sinnvolle Investition quasi für die Studierenden. Natürlich, es ist ein Solidarmodell, wie bei den anderen Semestertickets auch, wie beim Bahnsemesterticket, wie beim Kultursemesterticket. Aber es liegt in Hand der Studierenden, darüber abzustimmen. Und ich habe gegen das Bahnsemesterticket noch nie so einen Gegenwind gehört wie gegen das Bussemesterticket. Es liegt halt in Hand der Studierenden. Ja, RCDS bitte. Ja, die Jusos haben gesagt, es liegt in der Hand der Studierenden, über das Bussemesterticket abzustimmen. Das ist richtig, aber es liegt in der Hand des AStAs, das Bussemesterticket auszuhandeln. Und ich finde, der Preis, der jetzt aktuell angesetzt ist, wesentlich zu teuer für den Bedarf, den man eigentlich hat. Die wenigsten Studierenden, ist nun mal so, nutzen den Bus, und entsprechend müsste auch der Bedarf von der GVB, von den Göttinger Verkehrsbetrieben, anerkannt werden und zu sagen, ein preislich geringeres Busticket angeboten werden. Dann würde es auch garantiert angenommen werden. Ich meine, die GVB wird jetzt wahrscheinlich keine neuen Buslinien einführen, und die GVB wird das ganze Geld benutzen, um sozusagen den Haushalt zu verbessern. Eigentlich ist es eine Subventionierung. Ich würde mich über ein billigeres Busticket freuen, was günstiger ist und was dem Bedarf der Studierenden gerechter wird. Ja, ADF. Dem würde ich so nicht zustimmen. Der AStA hat sich in diesem Jahr eingebracht in diversen Gremien, auch in der Stadt, und hat darauf hingewirkt, dass das Liniennetz und der Fahrplan auch neu gestaltet wird. Also wir werden jetzt zum Dezember 2014 sowohl einen Linienwechsel haben als auch einen Fahrplanwechsel, der noch gezielter auf die Interessen der Studis eingeht. Also der Nordcampus wird gezielter angesteuert in einer anderen Taktung, und die Verbindungen, die von den Studis am meisten ausgelastet werden, werden stärker befahren. Woher wissen wir, dass die bestimmte Linien mehr von Studis genutzt werden? Weil wir vor 2 Monaten eine Umfrage gestartet haben, in der 7.300 Studis teilgenommen haben und an der wir ganz klar sehen können, welche Buslinien die Studis nutzen, welche nicht. Und die Interessen haben wir beim GVB und bei der Stadt eingebracht. Was den Preis anbelangt, muss ich auch ganz klar sagen, also ein Monatsticket für Azubis kostet momentan 33 Euro. Das Semesterticket, das Bussemesterticket, würde 26,90 Euro im Semester kosten, also runtergerechnet auf 6 Monate ist das ein klarer Erfolg. Und ich denke, man sollte den Studis die Wahlfreiheit lassen jetzt. Ja, eine letzte Wortmeldung würde ich dann doch zulassen von der SRK. Also jetzt mit einem Augenzwinkern, ja, natürlich möchten wir, dass alles billiger wird. Vor allem die das nötige Kleingeld haben, sollen natürlich noch weiter entlastet werden in dieser Gesellschaft. Studierende sind ja wirklich am unteren Rand anzusiedeln, und deswegen sind 26 Euro einfach viel zu viel im halben Jahr. Also wenn man das mit Azubis vergleicht, das ist ja der Wahnsinn. Also über 2 Euro für das Busticket ist definitiv zu viel. Und ja, es ist Subventionierung, und das ist eine viel größere Debatte. Vielen Dank für alle Antworten.